Als die Raumfahrtpioniere in den 20er, 30er Jahren an Raketenaggregaten bastelten, entwickelten sie bereits alle Prinzipien der chemischen Triebwerke. Die modernen Hochleistungsraketenmotoren sind heute kaum noch zu verbessern. Trotzdem benötigt man enorme Mengen von Treibstoff und mehrere Raketenstufen, um gerade mal 1% Nutzlast in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Landung hieß bis vor einigen Jahren, wenn die Kapsel nur von Fallschirmen gebremst ins Meer fiel. Die Astronauten mussten umständlich aus dem Wasser gefischt werden. Mit dem Space Shuttle versuchte die NASA dann, ein weitgehend wiederverwendbares Raumschiff für einen eleganten Zugang zum Weltraum zu bauen. Das Shuttle wird jedoch nach jedem Flug zu gigantischen Kosten fast bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen und überholt. Es dauert fast ein halbes Jahr, bis es wieder einsatzfähig ist. Das Ideal eines Raumflugzeuges ist noch in weiter Ferne. Für interplanetare Expeditionen müssen neue Raumschiffkonzepte und Antriebe entwickelt werden. Dabei könnte die Raumstation eine wichtige Rolle spielen. Bereits Werner von Braun hatte in seinen frühen Jahren die Vision einer Raumstation entworfen, die sich langsam dreht und dadurch eine Schwerkraft erzeugt. Auch andere damals noch futuristische Entwürfe maßen diesen Stationen eine große Bedeutung für die Eroberung des Weltalls bei. Sie sollten Zwischenstation im Orbit sein und Ausgangspunkt für Expeditionen. Als erste Raumstation kann das Skylab bezeichnet werden. Nach der Mondlandung nutzen die Amerikaner die dritte Stufe der Saturn-Rakete als Raumstation. Das 82 Tonnen schwere Himmelslabor startete im Mai 1973. Amerikanische Astronauten führten bei drei längeren Missionen erstmalig ausgedehnte wissenschaftliche Experimente im All durch. Mit der Schwerelosigkeit, oder genauer der Mikrogravitation, waren nun ganz neue Untersuchungen möglich. Auch das alltägliche Leben im Orbit musste erst gelernt werden. Hier wurden wichtige Erfahrungen gesammelt und neue Umgangsweisen ausprobiert. Die neue Umwelt stellte andere Anforderungen. Nach Skylab hatten Astronauten nie wieder so viel Platz im Weltraum zur Verfügung. 1979 wurde die Station aufgegeben. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre baute die Sowjetunion ihre Saljut-Station auf und installierte danach die Mir. Mittlerweile ist die internationale Raumstation im Bau. Auch wenn sie in erster Linie der Forschung dient, wird sie für den Einsatz von Raumschiffen von großer Bedeutung sein. Die Raumstation könnte später auch als Tankstelle, Reparaturwerkstatt und Versorgungslager dienen. Für interplanetare Expeditionen wäre es denkbar, Raumschiffe in der Erdumlaufbahn zu großen Einheiten zusammenzubauen. Da diese Gebilde nicht den Beanspruchungen eines Starts ausgesetzt sind, könnten sie wesentlich leichter konstruiert werden, denn im All gibt es keinen Luftwiderstand. Aerodynamische Formen sind im Vakuum unnötig, die Belastungen in der Schwerelosigkeit gering.
Aber auch zur Raumstation müssen die Menschen und die Versorgungsgüter erst gelangen. Das Transportvolumen wird ansteigen. Bei der Suche nach Weltraumtaxis konkurrieren raketenähnliche und flugzeugähnliche Systeme. Die Raumfahrt zu Zeiten des Kalten Krieges war weitgehend vom Gegensatz der Systeme geprägt, zum großen Teil also politisch motiviert. Nach der Auflösung des Ost-West-Konfliktes bekam die Raumfahrt zunehmend wirtschaftliche Bedeutung. Der Start, vor allem von Kommunikationssatelliten, ist zu einem Milliardengeschäft geworden. Auch der Raumfahrttourismus rückt langsam ins Blickfeld. Es werden bereits die ersten Hotels in der Erdumlaufbahn geplant. Erst billige Flugtickets lassen diese zur Realität werden. Die NASA hat aus der veränderten Situation Konsequenzen gezogen. Die Raumschiffe der neuen Generation werden zukünftig von miteinander konkurrierenden Privatunternehmen entwickelt und gebaut. Sie sollen kostengünstig zu bauen und zu betreiben sein und sie sollen möglichst vollständig wiederverwendbar sein. Die Aufgabe der NASA ist dabei die Entwicklung, Erforschung und der Test von grundlegenden Raumfahrttechnologien, die dann alle Unternehmen nutzen können. Am Delta Clipper von McDonnell Douglas, später DCX, sollte demonstriert werden, dass ein wiederverwendbarer Träger mit einem Antriebssystem für flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff rationell mit einer kleinen Crew zu betreiben ist. Was ist das Problem bei diesem chemischen Antrieb? Flüssiger Sauerstoff benötigt minus 147 Grad Celsius. Diese Temperatur müssen wir in der Rakete halten. Es ist also nicht nur die Frage, ob die Triebwerke genug Leistung erzeugen. Wir müssen die Tanks und die Leitungen so isolieren, dass der Treibstoff überhaupt zum Triebwerk gelangt und dort wirken kann. DCX flog ab 1993 15 Mal. Das Konzept eines vertikalen Starts und einer vertikalen Landung hat den Vorteil, dass keine Flügel oder schweren Landefahrwerke ins All gehievt werden müssen. Andererseits muss Treibstoff für die Landung zusätzlich mitgeschleppt werden. Wenn das Triebwerk dann nicht sicher zündet, kommt es zur Katastrophe. Die Versuche bewiesen jedoch, dass mit einer kleinen Crew sicher gearbeitet werden kann. We did that whole job of flying the vehicle with three people. Wir haben die Rakete mit nur drei Leuten geflogen. Eigentlich fliegt die Rakete ja von selber, das heißt durch das Computerprogramm. Aber auf dem Testgelände waren nicht mehr als 12 Techniker, die die Startvorbereitungen trafen. Nur 15 Ingenieure wurden eingesetzt. Man muss das im Gegensatz sehen zu den Hunderten von Leuten, die es braucht, um die heutigen Raketensysteme zu bedienen. Auch X-33 dient zur Demonstration neuer Technologien. Aus ihm soll einmal das Raumfahrträgersystem VentureStar entstehen. Das große Problem bei der Konstruktion einer einstufigen wasserstoffbetriebenen Rakete sind die Tanks, die Behälter für den flüssigen Wasserstoff, die da eingepasst werden müssen. Sie haben die größte Masse und nehmen den größten Raum in der Rakete ein. Die sind auch die wichtigste technische Entwicklungsaufgabe. Es ist das erste Mal, dass wir Strukturen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen in dieser Größe bauen werden. Der VentureStar soll als Einstufer in den Orbit fliegen und zurückkehren. Die Konstrukteure hoffen, dass sie den Träger mit neuen Materialien so leicht bauen können, dass er die notwendige Endgeschwindigkeit erreicht. Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte für Start und Landung. Die meisten der Technologien werden benötigt, egal ob wir nun vertikal oder horizontal starten und landen. Man braucht sehr wirkungsvolle, preisgünstige Triebwerke, sehr leichte Strukturen und man braucht natürlich sehr widerstandsfähige, leichte Temperaturschutzsysteme für die Außenhaut. Die Techniken sind in jedem Fall nötig, mit leichten Veränderungen, abhängig von der Bauform. Wir entwickeln Technologien, die bei jedem Konzept eingesetzt werden können. Aus sogenannten CFK-Werkstoffen soll der VentureStar zum großen Teil gebaut werden. Das Material besteht aus Kohlefasern, die zusammen mit Epoxidharz in einem Ofen ausgehärtet werden. Das harte, aber elastische CFK kann fast doppelt so stark belastet werden
wie das traditionell verwendete Aluminium. Es wiegt aber nur halb so viel und ermüdet auch nach langer Belastung kaum. Bei dem neuen Linear Aerospike-Antrieb sind die chemischen Triebwerke nebeneinander angeordnet. Durch Ab- oder Zuschalten einzelner Antriebseinheiten kann das Raumschiff gesteuert werden. Reichen die Technologien aus, das Unmögliche möglich zu machen? Die Technologien sind alle sehr gut. Wir machen große Fortschritte. Ob sie ausreichen, können wir erst sagen, wenn wir tatsächlich fliegen. Um das Gewicht der Landeflügel zu sparen, hat der Träger einen sogenannten Lifting Body. Die Form des Trägers soll mit einigen Stummelflügeln versehen, ausreichende Segelflugeigenschaften zum Landen haben. Auch beim Venture-Star-Konzept ist die entscheidende Idee, am Satellitengeschäft zu partizipieren. Die Startvorbereitung, die Nutzlastbeladung, die Wartung des Fluggeräts und natürlich die Überwachung des unbemannten Trägers während des Fluges müssen mit wenig Personal schnell bewerkstelligt werden können. Soweit die Vorstellung der Planer. Es ist inzwischen eine Ernüchterung insofern eingetreten, als man jetzt feststellt, dass der Entwurf, die Konstruktion, das ist der X-33, nicht das, was man sich ursprünglich versprochen hat, halten wird hinsichtlich der Fluggeschwindigkeit, des Gewichts, also der Masse von dem Gerät. Das ist, hat jetzt schon Übermasse und früher oder später auch der Kosten. Denn je schwieriger, je schwerer ein Gerät wird, desto teurer wird es auch. Die vorgestellten Projekte, X-33, X-34, Delta Clipper, Venture Star und es gibt noch ein paar, haben nach meiner Auffassung keine Lebensberechtigung. Ich bin überzeugt, nichts davon wird zum Start kommen. Es ist Scharlatanerie, wo Firmen Staatsgeld rücksichtslos aufsaugen, um es kriegen zu können, mit wilden Versprechungen. Auch die Rotary Rocket Company aus Kalifornien entwickelt ein Raumfahrzeug für den kommerziellen Transport von Satelliten. Die Konstrukteure nennen das ungewöhnliche Trägersystem Roton. Dabei gehen sie eher vom Selbstverständnis der Luftfahrt als dem der Raumfahrt aus. Roton soll alle 1 bis 2 Tage starten und nur wenige Tage vor dem Take-off zu extrem günstigen Kosten gebucht werden können. Das Raumschiff ist 19 Meter hoch. Es wird nur wenige Leute in der Bodenstation geben, denn die Piloten und der Bordcomputer sollen die Mission leiten. Das Startgewicht beträgt 180 Tonnen. Das Raketentriebwerk wird mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben. Es rotiert mit 700 Umdrehungen in der Minute innerhalb des Gehäuses und erzeugt so den hohen Druck, mit dem die Treibstoffe in die Brennkammer gepresst werden und stabilisiert gleichzeitig den Flug der Rakete. Nach Beendigung der Mission werden Rotorblätter ausgeklappt. Obwohl sie keinen Antrieb haben, reduzieren sie die Geschwindigkeit und damit die Erwärmung der Rakete beim Wiedereintritt in die Lufthülle. Ein Wasserkühlsystem für die äußere Hülle reicht aus. Schwere Hitzeschilde sind unnötig. Kurz vor dem Bodenkontakt werden an den Rotorblättern kleine Raketen gezündet. Durch diesen Auftrieb kann Roton auf leichten Landegestellen aufsetzen. Die Konstrukteure von Roton sind fest davon überzeugt, dass ihre kreativen Ideen auch in der Realität funktionieren werden. Der Traum, Flugzeuge zu konstruieren, die bis in den Weltraum fliegen können, ist alt. Bereits 1926 wurden solche Visionen und Konzepte von dem Raketenpionier Max Valier entwickelt. Aber in und außerhalb der Erdatmosphäre wirken unterschiedliche Kräfte. Die NASA versuchte, die Vision eines Raumflugzeuges mit dem Projekt National Aerospace Plane zu realisieren. Ein Flugzeug benötigt Luft zum Fliegen. Die Flügel erzeugen einen Auftrieb, das spart Treibstoff. Außerdem kann der Luftsauerstoff für die Verbrennung genutzt werden, das spart Gewicht. Bei den hohen Geschwindigkeiten, die nötig sind, um ins All zu kommen,
werden die Flügel durch die Luftreibung allerdings zum Problem. Beim Wiedereintritt in die Lufthülle müssen die Flügel vor dem Verbrennen durch die Luftreibung geschützt werden. Dazu kommt, dass das Raumflugzeug großen Belastungen ausgesetzt ist, jedoch besonders leicht sein muss, um schnell genug fliegen zu können. Schließlich benötigt es auch noch unterschiedliche Antriebe für die Atmosphäre und den Weltraum, wo es weder Luft noch Sauerstoff gibt. So bleibt die Landung eines Raumflugzeuges erst einmal Science Fiction. Das Programm wurde vor einigen Jahren abgebrochen. Sie versuchten, eine Rakete mit luftatmenden Triebwerken zu entwickeln, die in der Atmosphäre die 24-fache Schallgeschwindigkeit erreicht und dann in eine Erdumlaufbahn einschwingt. Aber sie bekamen Probleme. Die Temperaturbelastung durch die Luftreibung wurde so groß, dass sie nicht beherrschen konnten. Das Projekt wurde beendet. In Europa wurde in den 80er Jahren ein ähnliches Projekt verfolgt. Es wurde nach dem Raumfahrtpionier Eugen Sänger benannt. Bei diesem System sollten allerdings zwei wiederverwendbare Stufen eingesetzt werden. Auch für die Sänger-Unterstufe sollte als Treibstoff allein Wasserstoff ausreichen. Durch diesen luftatmenden Antrieb wird der Sauerstofftank überflüssig, weil die Triebwerke den Sauerstoff der Luft nutzen. Horus, die Oberstufe auf dem Rücken von Sänger, wurde mit einem reinen Raketenantrieb konzipiert. Sie nutzt flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff. Sänger sollte wie ein Flugzeug auf einem europäischen Flughafen starten und landen können. Nach dem Start wird stufenweise fast bis auf die siebenfache Schallgeschwindigkeit beschleunigt. Die Techniker sprechen von Mach 7. In 40 Kilometern Höhe trennt sich die Oberstufe, beschleunigt auf 24 Mach, und erreicht einen niedrigen Erdorbit. Wenn Sie sich vorstellen, ein Flugzeug in der Größe von einer Boeing 747 soll Mach 6, Mach 7 fliegen, so wirken auf dieses Flugzeug ganz andere Kräfte. Es wird auch von der Thermalbelastung entsprechend größer beansprucht. Das heißt, man rechnet mit Spitzentemperaturen bis über 700 Grad auf der Außenstruktur. Entsprechend wird das ganze System verformt. Wenn Sie heute beim Start einmal aus dem Fenster schauen, dann sehen Sie bei der 747, dass der Flügelspitze Größenordnung 5-6 Meter nach oben sich durchbiegt während des Startvorgangs. Ähnliches können Sie sich natürlich vorstellen, nur sehen Sie es natürlich von innen nicht, dass der Rumpf natürlich auch entsprechend sich verformt. Wenn Sie sich jetzt das vorstellen auf ein entsprechend schnell fliegendes Gerät, werden die Kräfte natürlich deutlich höher, die Verformungen größer. Und dieses Thema hat man eigentlich heute noch nicht einmal eine Vorstellung, wie man dieses Thema sinnvoll angeht, von den Tests und von der Demonstration, dass das Fluggerät das kann. Neben den thermischen und statischen Belastungen, die der Flugkörper hätte aushalten müssen, war außerdem die Entwicklung eines Antriebs nötig, der so hohe Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Hauptproblem bestand darin, dass ein Antrieb für das Vakuum des Weltraums anders aussehen muss als einer für die Atmosphäre. Und dass mit der Zunahme der Geschwindigkeit andere Strömungsgesetze gelten. Die Techniker entwickelten deshalb ein Triebwerk, das seine Geometrie abhängig von der Geschwindigkeit veränderte. Erste Versuche mit einem Prototypen, einem sogenannten Ramjet-Triebwerk für die höheren Geschwindigkeiten, zeigten gute Erfolge. Trotzdem war den Technikern bald klar, dass dieses ehrgeizige Projekt nicht in absehbarer Zeit zu verwirklichen sein würde. Die NASA nahm die Versuche mit den luftatmenden Antrieben in den 90er Jahren jedoch wieder auf, verfolgte aber ein anderes Konzept. Wir sind heute wesentlich pragmatischer. Wir nutzen den Luftsauerstoff, solange er vorhanden ist, beschleunigen so stark wir können, schalten um zum reinen Raketenantrieb und fliegen ins All. Dieses Verfahren ist eher durchführbar und realistischer. Das Verfahren ist nicht nur realistischer. Es wurde auch schon ein Prototyp eines luftatmenden Triebwerks gebaut. Die Luft wird während des Fluges eingefangen, verdichtet und dem Raketentriebwerk zugeführt, das in den Luftkanal eingebettet ist. Auf einem Teststand der NASA bei New York wurde das neue Antriebssystem bereits erprobt.
Reicht der Luftsauerstoff in großer Höhe nicht mehr aus, wird der mitgeführte Sauerstoff genutzt. Ein Weltraumschiff startet. So heißt ein 1940 gedrehter Film, in dem eine Rampe als Raketenstarthilfe genutzt wird. Eine Idee, die auch die Techniker der NASA beeindruckt haben muss. Die Idee ist, dass wir einen Fahrweg bauen wie für einen Transrapid, auf dem wir eine Rakete beschleunigen. Wir können die Raketentriebwerke zünden und alle Systeme prüfen und so sicherstellen, dass alles läuft. Wenn das der Fall ist, lassen wir die Rakete abheben und beschleunigen von der schon vorhandenen Geschwindigkeit. Es wäre ausgezeichnet, wenn das kombiniert wäre mit einem raketenbasierten Antrieb, der, solange es möglich ist, den Luftsauerstoff nutzt. Das ist das generelle Konzept. Es ist mehr eine Bodentechnologie mit einem Effekt für den Raumtransport. Bei dem Transrapid-ähnlichen Fahrweg bleibt der Antrieb auf der Erde. Die Rakete wird wie von einer ersten Stufe beschleunigt, allerdings ohne den Antrieb tragen zu müssen. Der pragmatische Ansatz der NASA heißt heute, möglichst alle Technologien zu nutzen, die eine hohe Endgeschwindigkeit bei geringerem Gewicht möglich machen. Kombiniert mit einem luftatmenden Triebwerk würde auch ein Teil des Gewichts für den flüssigen Sauerstoff gespart. Bremerhaven, ein Modellbauladen mit Werkstatt. Die Hasselbachs arbeiten an einem zukunftsträchtigen Modell mit dem Namen Hopper. Was hier aus Styropor und Spachtelmasse entsteht, soll einmal die europäische Raumfahrt in die Zukunft bringen. Daimler Chrysler Aerospace hat den Modellbauauftrag für Demonstrationszwecke gegeben. Ihre Konstrukteure entwickeln das Original. Und so stellen sich die Techniker die Funktionsweise des neuen, unbemannten, wiederverwendbaren Trägers vor, wenn er im Jahre 2015 aufsteigen wird. Eine fast 2 Kilometer lange Schiene soll in Kourou als Starthilfe dienen. Die Schiene hat jedoch keinen Antrieb wie bei dem NASA-Konzept. 3 Triebwerke beschleunigen den 300 Tonnen schweren Hopper mit dem Schlitten. Deshalb braucht er kein Startfahrwerk. Wenn er eine Geschwindigkeit von ca. 600 Kilometer in der Stunde erreicht hat, hebt er ab und steigt steil in den Himmel. In etwa 150 Kilometern Höhe wird die Oberstufe mit dem Satelliten aus der Ladeluke geschoben. Hopper soll etwa so viel Nutzlast tragen können wie die Ariane 5. Die Oberstufe bringt den Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn. Der Hopper wird, wie sein Name andeutet, sofort wieder in die Erdatmosphäre eintauchen. Anders als beim Space Shuttle sollen bei diesem Träger die Wärmeschutzkacheln nicht zusätzliche Last, sondern tragender Bestandteil der Struktur sein. So wird Gewicht gespart. Nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre wird Hopper antriebslos auf der anderen Seite des Atlantiks steil auf die Startbahn herunterstoßen. Er kann auf einem leichten Fahrwerk landen, weil er durch das Absetzen der Oberstufe nur noch einen Bruchteil seines Startgewichts hat. Hopper wird bei seinem Landeplatz, der je nach Flugbahn auf den Azoren in Kanada oder auf der Insel Ascension liegen wird, auf ein Schiff verladen. Schon während der Fahrt zurück zum Startplatz Kourou auf Französisch-Guayana kann er wieder instand gesetzt und überholt werden. Es soll einmal 3 bis 4 Exemplare des Hoppers geben, die abwechselnd starten, insgesamt 24 Mal pro Jahr. Mit einer ausgefeilten Servicetechnologie wollen die Konstrukteure erreichen, dass Hopper schnell mit wenigen Leuten beladen und für den nächsten Start vorbereitet werden kann. Der Träger wurde in der sogenannten FESTIP-Studie der ESA unter vielen konkurrierenden Konzepten ausgewählt. Was waren die Gründe? Die entscheidenden Kriterien sind, dass der Hopper teilwiederverwendbar ist, aber doch in einem so großen Umfang wiederverwendbar ist, dass die Kosteneinsparung durch die Wiederverwendung zum Tragen kommt
und dass auf der anderen Seite das Konzept vom technologischen Anspruch her bescheiden genug ist, dass wir es in überschaubarer Zeit in Europa realisieren können. Das sind eigentlich die wesentlichen Kriterien, die dazu geführt haben, das Hopper-Konzept als Zielkonzept auszuwählen. Von der Ariane 5 sollen bereits entwickelte Elemente und Technologien für den Hopper übernommen werden. Die Oberstufe, das Vulcan-Triebwerk und die Tanktechnologie. Entwicklungszeit und Kosten lassen sich dadurch drastisch reduzieren. Wenn Raumschiffe zu weit entfernten Planeten vordringen sollen, beispielsweise zum Mars, so würde dies mit den herkömmlichen chemischen Triebwerken etwa 12 Monate dauern oder gar nicht möglich sein. Chemische Triebwerke entwickeln einen großen Schub, aber die Austrittsgeschwindigkeit des Treibstoffs beträgt höchstens 16.000 Kilometer pro Stunde. Elektrische Antriebe erzeugen im Gegensatz dazu nur geringen Schub, die elektrisch geladenen Teilchen werden hier jedoch sehr viel schneller aus dem Triebwerk geschleudert. Geschwindigkeiten von 70 bis 300.000 Kilometer in der Stunde können erreicht werden. Das Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart entwickelt und testet verschiedene elektrische Triebwerke, unter anderem für die NASA. Hier wird ein Versuch mit einem Lichtbogentriebwerk der 100-Kilowatt-Klasse vorbereitet. Mit einem solchen Antrieb können zum Beispiel große Satelliten auf höhere Umlaufbahnen gebracht werden. Der Tank, in dem Weltraumbedingungen simuliert werden, wird geschlossen und von großen Pumpen in kurzer Zeit evakuiert. Nur wenige Forschungseinrichtungen haben die notwendige Infrastruktur, also mächtige Vakuumpumpen und eine leistungsfähige Stromversorgung, um solche Versuche durchführen zu können. Das thermische Lichtbogentriebwerk wird nun im Vakuum gezündet. 1, 0. Hey, Spannung 108 Volt. Und so funktioniert es. Zwischen der Anode und der Kathode wird eine hohe Spannung angelegt. Ein Lichtbogen erwärmt den einströmenden Treibstoff bis auf 30.000 Grad. Er wird durch die Düse entspannt und stark beschleunigt und erzeugt so den Vorschub. Wenn die Reise zu fremden Planeten gehen soll, dann werden die elektrischen Antriebe neben anderen Konzepten eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem gibt es noch viele Probleme zu lösen. In den Labors der Raumfahrttechniker wird daran gearbeitet.